Kultur aus der Griesengegend. Präsentiert von den Stadtwerken Hagen. Kompetenz in Sachen Energie. Eine treue Fangemeinde wartet bereits ungeduldig am Fiekenbrunnen vor dem Rathaus Hagenow auf ihren Märchenonkel, den Stadthistoriker Kuno Karls. Ihr Treffpunkt ist kein Zufall. Die dargestellte Fru Püdelko soll eine Ladenbesitzerin gewesen sein, die immer bestens über das Stadtgeschehen informiert war. Diesen Tratsch gab sie nur zu gern an die Dienstmagd Sophie, plattdeutsch Fieken, weiter, die dann die Stadtgeschichten aufschrieb und ihrer Mutter schickte. Auch Kuno Karls erzählt hier, was ihm so zugetragen wurde. Jeden Monat, seitdem der Brunnen 2007 errichtet wurde. Ja, alles. Ich finde das jetzt alles. Dieses Warmherzige, steht wirklich dahinter, was er erzählt. Einmal, dass sie größtenteils auf Plattdeutsch erzählt werden und aus der älteren Zeit stammen. Und solange wie ich in Hagenow bin, kenne ich ihn und ich habe ihn immer als sehr warmherzigen Menschen erlebt, der sich wirklich für alles einsetzt und der auch dahinter steht, was er macht. Schon 1974 begannen Heimatforscher Kuno Karls und sein 1987 verstorbener Freund Ernst Schneider mit dem Niederschreiben. Den ersten Band veröffentlichten sie 1982. Inzwischen füllten die Erzählungen von mehr als 700 Einzelpersonen schon 12 Bände. Von stadtbekannten Originalen in der ersten Ausgabe über Weltkriege, Wende und Wiedervereinigung. Große Geschichte in kleinen Histörchen. Erzählt von denjenigen, die sie selbst erlebt haben. Das sind Überlieferungen von weit über 1000 Menschen, älteren Leuten, die weise sind. Junge Menschen sind ja meistens noch nicht weise, weil sie keine Lebenserfahrung haben. Da steckt natürlich viel Liebe zur Heimat drin. Da steckt auch viel Wissen drin. Viel Zeitzeugenberichte sind darin enthalten. Also das ist schon höchst interessant. Die gemütliche Runde begibt sich in Kuno Karls DDR-Stall, sein kleines Museum für Eingeweihte. Hier zeigt der 75-Jährige seinen Gästen gleich Aufnahmen des allseits beliebten Hagenower Altstadtfestes von vor 20 Jahren. Denn Kuno Karls schreibt die Histörchen nicht nur nieder, er filmt und fotografiert auch fleißig, bis heute. Diesen riesigen Schatz an Geschichten und Bildern aus Südwestmecklenburg sollten auch Sie sich nicht entgehen lassen. Demnächst wird TV Schwerin mit Kuno Karls regelmäßig auf Entdeckungstour in die Geschichte der Griesengegend gehen. In unserer neuen Reihe Kultur aus der Griesengegend. Natürlich hier auf TV Schwerin.